Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal Need for Speed Pro Street. Hatte einfach mal Lust, auch ein Autorennspiel zu machen. Wie ihr seht, zwei Karrieren sind schon. Das sind einmal die von mir und einen von dem Kumpel. Dann müssen wir mal kurz hier rein. So. Und sage ich einfach mal nichts und wir fangen einfach mal eine neue Karriere an. Let's go! Nach Chicago, denn nur einmal im Jahr sucht Battle Machine hier nach den besten Fahrern. Wer heute gewinnt, ist bei den wirklich großen Battle Machine Rennen dabei. Wenn du auf Street Racing stehst, dann kannst du bei Battle Machine zeigen, dass du es mit den Besten aufnehmen kannst. Hey, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwann einer von den Fahrern hier der nächste Street King, versteht ihr? Okay, dann starten wir mal durch, Leute. Auf geht's! Das Finale geht gleich los, aber erstmal checkt das. Ihr kennt seine DVDs, ihr kennt seine Magazincover. Und im Ernst, für seine Krone würde jeder Fahrer bis zum Äußersten gehen. Mein Ticket für die großen Rennen. Ist aber ganz nett auch, sich wieder mal ein kleines Rennen anzugucken. Na gut, riesengroß ist vielleicht nicht, aber dafür haben wir ein paar echt große Namen am Start. Wie? Ja, zieht euch das ein, da ist er. Mein Cooper im grünen 240 SX, der ist heute heiß. Definitiv ein Battle Machine-Kandidat. Keine Ahnung, ich kenne diesen Cooper nicht. Damals hätte der nichts gerissen. Die Standards sind wohl dieses Jahr echt gesenkt worden. Ich will den Cooper hier nicht in den Himmel loben. Er wird uns schon zeigen, was er kann. Okay, die Jungs sind ja soweit. Und alle sind heiß auf den Sieg. Denn jetzt geht's drum. Wer das Rennen hier gewinnt, bekommt eine Einladung zu den großen Battle Machine Rennen. Also los, Chicago. Jetzt macht mal richtig Alarm! So, da habt ihr es gehört. Ja, wir fahren jetzt mit unserem 240 SX Nissan. Unser allererstes Rennen, ja, wir haben auch jetzt in der Vorschau schon gesehen, dass wir echt gute Fahrer sind, zumindest im Video. So, jetzt bin ich jetzt nicht ganz überzeugt. Wir können da dann
Das Rennen gewonnen. Ryan Cooper holt sich den Sieg. Das ist ja wohl ein Applaus wert. Leo, Mann, komm schon, das war Hammer, oder? Ach ja, weißt du, okay, der Typ hat gewonnen, aber irgendwie kann der gar nichts. Das tut mir körperlich weh, den Typen fahren zu sehen, verstehst du? Da kriege ich Kopfschmerzen. Keine Ahnung, wie der das geschafft hat. Ach so. Na gut, danke für deine Hilfe, Rio. War echt cool. Wow, Leute, Cooper war heute der Abräumer. Der Junge hat total dominiert. Oh ja, Cooper wird stärker, ich sag's euch. Der Spieler kann nichts dafür, das Spiel ist halt so. Cooper, du fährst zur Battle Machine. Homie, du hast es geschafft. Einen fetten Applaus für Cooper. So, meine Freunde, jetzt was, willkommen beim Battle Machine. Du hast dein erstes Rennorganisation freigeschalten. Gewinnst und dominierst du genügend Renntage, erhältst du weitere Einladungen. Wenn du anfangen willst, wähle das Battle Machine Logo und nimm am Renntag teil. Viel Glück. Jo. Ja. Unser erstes Rennen war das jetzt, wie ihr gesehen habt, Rio. Der King in, auf der Straße, ja, habt ihr gesehen, er kann uns selbst am Anfang schon nicht ganz großartig leiden. Und ja, reden wir jetzt nicht ringsrum, fangen wir einfach mal an mit Battle Machine und los geht's. Willkommen bei Battle Machine. Das hier ist dein erstes Challenge-Wochenende. Challenges stellen dein Können so richtig auf die Probe. Deinen Wagen kannst du zu Hause lassen. Battle Machine stellt eigene Autos. Frag nicht, wo sie die herhaben, wenn du verstehst, was ich meine. Damit Chancengleichheit herrscht, sind alle Autos auf identische Leistung getuned. Die Autos sind bereit und alles, was du nur noch tun musst, ist fahren. Baust du einen Unfall, brauchst du dich nicht um die Reparatur zu kümmern. Die Battle Machine-Mechaniker richten das schon. Naja, bis zu einer bestimmten Grenze. Hast du einen Totalschaden, ist das Wochenende gelaufen. Zerlegst du alle deine Autos, kannst du nach Hause fahren, Homie. Du musst dir nur eine Regel merken. Gewinnen alleine reicht nicht. Du musst dominieren. Für jedes Rennen kriegst du Punkte. Je besser du fährst, desto mehr Punkte gibst. Hast du genug Punkte zusammen, dominierst du das Wochenende.
Kommst du so weit ohne Totalschäden, bekommst du einen neuen Wagen. Jo, da habt ihr es gehört. Wenn wir gewinnen, kriegen wir einen neuen Wagen. Welche das sein werden wir sehen. Und ja, wir fahren hier mit einem VW GTI. Sehr nice. Ihr habt auch gehört, wir sollen dominieren, nicht gewinnen. Bei dominieren kriegt man mehr Geld, was auch immer. Ja, ich guck kurz auf die Zeit. Ja, wir müssten noch ein Rennen schaffen. Würde ich sagen, machen wir das erste Grip-Rennen. So, los geht's. Okay, von den Grip-Rennen gibt's verschiedene Typen. Aber insgesamt geht's immer darum, der Schnellste auf der Strecke zu sein. Bei den Grip-Rennen sind immer mehrere Fahrer dabei. Und alle kämpfen um den Sieg. Es gibt also einiges an riskanten Situationen. Reagierst du schnell, bleibst du im Rennen. Fährst du in enge Kurven rein, helfen dir die Pfeile und Bremsmarkierungen, die richtigen Bremspunkte zu finden. Such dir gute Überholmöglichkeiten, aber schieß dich nicht selbst raus, indem du an schwierigen Stellen vorbeigehst, verstehst du? Oft heißt es ja, dass Kratzer und Beulen zum Rennen dazugehören und so. Du kannst die anderen Fahrer verunsichern, indem du ihnen leicht ins Auto fährst, aber Vorsicht, dein Auto kriegt dabei auch einiges ab. Je mehr Schäden dein Wagen hat, desto mehr verliert auch der Motor an Leistung. Und der Sieg wird immer schwieriger. Sind die Schäden zu groß, riskierst du sogar einen Totalschaden. Also überlegst dir gut. Ja, da habt ihr es gehört. Da hoffen wir mal, dass ich jetzt nicht am Anfang einen kleinen Totalschaden hinlege. Sondern so ein bisschen konfahre. Ja. Und ja, alles im Auto. Ja, wir spielen hier ohne ADS-Hilfe oder sonst irgendwas. Unser erstes richtiges Rennen gewonnen. Ja, sieht man jetzt nochmal die ganze Punkteverteilung, wie die ist. Und wir haben unseren ersten 1800 sind was Euro. Genau, und ich sage jetzt einfach mal Euro gekriegt. Euro, Dollar, wir sehen nicht, was das hier für ein. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ne, da steht gar keiner. Ich sage jetzt einfach mal Euro dazu. Haben jetzt insgesamt 11.800 Euro. Ja, geht ja eigentlich. So, dann würde ich sagen, jetzt war es das jetzt für diese Folge. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.